Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Schön. Wir haben Vögel auf dem Tisch. Ja, ich habe Ihnen dann ein Bild mitgebracht, das eventuell auf Porzellan gemalt wurde. Meinen Eltern gehört, es hängt auch bei denen im Haus. Und ich fand es immer so faszinierend, weil dieses Kobaltblau kombiniert mit dem goldenen Rahmen hat so eine schlichte Eleganz für mich. Das wurde damals vor Jahren gekauft, zusammen mit der Vase. Ich hätte jetzt gern gewusst, wie alt es eigentlich ist und ob das vielleicht eventuell Friedenstauben darstellen soll. Das würde mich jetzt mal interessieren einfach. Mhm. Die Manufaktur, ist Ihnen klar, woher das kommt? Ich habe hinten drauf KPM gelesen. Ich nehme an, dass das Berliner Manufaktur ist. Genau. Mehr weiß ich dazu leider nicht. Es ist die Berliner Manufaktur mit ihrer Scepter-Marke, mit der Reichsapfelmarke, die zeigt, dass es in der Manufaktur bemalt ist. Und in dem Fall steht noch ein Name da, zu dem kommen wir aber später. Die Besonderheit ist ja tatsächlich, dass Sie ein Porzellanbild und eine Vase haben, wobei man, das kann man vielleicht in der, am Fernsehen nicht so ganz deutlich sehen, nur das innere Teil ist Porzellan und hier ist ein Holzrahmen. Das ist der Rahmen in dieser Breite, genau. Ja, jetzt eine Vase und ein Bild. Wie häufig ist denn das? Tolle Kombination. Also ich finde es sehr, sehr selten. Also ich kenne diese Porzellanplatte nicht. Die Vase ist mir schon immer mal begegnet, aber als Platte und Wandbild und es ist ja auch original gerahmt, ist mir unbekannt bisher. Mhm. Also die Vase trifft man relativ häufig ja. im Markt, die Platte hingegen nicht. Und jetzt kommen natürlich eben KPM. Vom Stil her ist klar, es ist ein Nachkriegsstück, ein Entwurf. Und zwar ist hier eben ein Name genannt. Sigrid von Unruh gehört zu den herausragenden Malerinnen, auch eben der 50er Jahre, der frühen 60er Jahre. Und Sigrid von Unruh hat diesen Dekor tatsächlich in der Mitte der 1950er Jahre für die KPM entwickelt. Mhm. Aber sie hat das vor allem auf Vasen gemalt und dort nicht mit diesem, wie Sie ganz richtig sagen, mit diesem Kobaltfond, sondern mit Goldgrund. Mhm. Und dieses Motiv mit Kobaltfond hat die KPM erst in den 1980er Jahren eingeführt und da lebte die Künstlerin nicht mehr. Und deswegen ist immer bei diesen Platten, ich kenne die ganz selten, zwei, drei Stück, ihr Name falsch geschrieben. Sie hat sich nämlich nicht mit IE, sondern nur Sigrid ohne IE geschrieben. Mhm. So, das ist auch ein deutliches Zeichen, da konnte sie nicht mehr protestieren, da lebte sie also schon nicht mehr. Das heißt, technisch gesehen und auch ästhetisch gesehen sind es wunderbare Stücke, typisch für die KPM, eben eigentlich im Geist der 1950er, 60er Jahre, in der Ausformung der 80er Jahre. Und ja, jetzt haben Sie zwei Stücke, das heißt, wir haben zwei Preise. Ja, die Vase liegt so um die 150 Euro. Die begegnet einem auch immer mal im Auktionsmarkt. Bei der Platte müsste ich jetzt raten, weil ich habe sie, wie gesagt, noch nicht gesehen. Ich schätze auf jeden Fall 300, wahrscheinlich eher 400 Euro. Toll. Interessant. Hm? Aber eine tolle Kombination und ein fröhliches Motiv. Ist eine schöne Kombination und die wird auch sehr gern bei uns angeschaut und benutzt. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Bei Ihnen viel Freude. Dankeschön. Wiederschauen.